Willkommen im Mittelalter. Ahoi, ich grüße euch auch. Besser gesagt in einer mittelalterlichen slawischen Siedlung, die an dieser Stelle bereits um das Jahr 1000 gestanden haben könnte. Der Ort, an dem wir uns befinden, liegt etwa 2 Kilometer westlich der bayerisch-böhmischen Grenze. Er heißt Bernau. Wer diesen Ort besucht, findet am Rand der modernen Gemeinde eine bemerkenswerte Attraktion. Sozusagen einen historischen Schatz. Dieser Schatz ist ein Freilichtmuseum. In ihm können Besucher einen Tag wie im Mittelalter erleben. Los geht's! Es ist wirklich toll hier! Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was ihr im Leben werden wollt? Heutzutage gibt es so viele verlockende Studienfächer und Berufe, aus denen man wählen kann. Aber im Mittelalter hat man diese Wahl meistens nicht gehabt. Ein Dorfbewohner im 12. und 13. Jahrhundert hatte wahrscheinlich die Wahl zwischen der Feldarbeit und bestenfalls einem Handwerk. Was ist mit euch? Würdet ihr euch für die Landwirtschaft oder das Handwerk entscheiden? Es ist anzunehmen, dass ihr im Mittelalter als Bauern geboren worden wärt. Tatsächlich war die Gesellschaft bis zum 13. Jahrhundert ausschließlich ländlich geprägt, da es bis auf wenige Ausnahmen kaum Städte gab. Die meisten Menschen lebten auf dem Lande, in selbstversorgenden Dörfern oder Siedlungen. Bis zu 98% der Bevölkerung waren in der Landwirtschaft tätig. Sie alle standen mit dem ersten Hahnengrähen auf und arbeiteten von Morgengrauen bis Abenddämmerung, um das Notwendigste zu produzieren: Nahrung. Was? Den ganzen Tag arbeiten? Und am Samstag auch? Im Mittelalter wurde Getreide, vor allem Gerste und Roggen, aber auch Hirse und Hafer angebaut. Auch Hülsenfrüchte waren beliebt, insbesondere Erbsen, Linsen und Wicken. Flachs und Hanf wurden für die Herstellung von Kleidung benötigt. Und zusätzlich wurden andere Pflanzen wie Hopfen und ihm verwandte Arten angebaut. Ich weiß! Das ist bestimmt für das Bier! Die mittelalterlichen Bauern züchteten nach und nach auch eine Vielzahl von Gemüse- und Obstsorten. Gemüse und einige Gewürze wurden üblicherweise in den Gärten eines jeden Bauernhofs angebaut. Der Anbau von Zwiebeln, Karotten und Knoblauch ist aus schriftlichen Quellen und Samenfunden bekannt. Am weitesten verbreitet waren sicherlich robuste Kohlsorten, wie Weißkohl und Grünkohl, die auch an das Vieh verfüttert werden konnten. Und Obst? Im 13. Jahrhundert waren zum Beispiel Apfelsorten wie die Borsdorfer Renette und die Goldparmäne bekannt. Und seltener auch Birnen wie Bratbirne, Mostbirne und Williams Christ. Auch Pflaumen, Zwetschgen und Nüsse waren ab dem 13. Jahrhundert in den Obstgärten verbreitet. Lecker! Und was ist mit Bananen, Orangen und Kiwis? Das wohl noch nicht, oder? Die Grundlage für den Erfolg war die ganzjährige Pflege des Bodens. Die Anbautechniken waren sehr einfach. Die Bauern mussten sich hauptsächlich auf ihre eigene Körperkraft verlassen, das heißt, das ganze Jahr über hart arbeiten. Zur Bewirtschaftung des Landes wurden Spaten, Hacken und vor allem Werkzeuge für das wichtige Pflügen nach dem Winter verwendet. Zu dieser Zeit konnten Bauern 2 Pflugwerkzeuge benutzen, den Hakenpflug und den Räderpflug. Der einfachere Hakenpflug ritzte den Boden auf und lichtete ihn beidseitig auf, lockerte ihn aber nicht gut genug auf, sodass die ausgeruhte Erde vom Boden der Furche nicht an die Oberfläche gelangte. Die Bauern mussten daher das Feld 2-mal in 2 Richtungen pflügen. Aber auch dieses sogenannte Querpflügen bereitete den Boden nicht viel besser auf. Der Räderpflug mit verbesserter Pflugschar war effektiver. Er schaufelte die Erde zur Seite und kippte sie um, wodurch er sich viel besser verarbeitete. Außerdem war das Pflügen doppelt so schnell wie mit dem Hakenpflug und nicht so körperlich anstrengend. Der Pflug hingegen war sehr schwer zu wenden, weshalb die mittelalterlichen Felder lang und schmal waren. Sieh an! Aber es riecht hier auch überall gut.
Allein das Pflügen und Eggen des Bodens reichte offensichtlich nicht aus, um die Nährstoffe wiederherzustellen. Außerdem musste er gedüngt werden. Die Menschen wussten, dass ein gedüngter Acker höhere Erträge bringen würde, aber sie waren nicht in der Lage, den benötigten Dung von den wenigen Rindern zu bekommen. Die einfachste Art, den Boden zu düngen, bestand daher darin, das Gras und das Unkraut unterzupflügen oder die Rückstände direkt auf dem Feld zu verbrennen. Selbst neu angelegte Felder wurden gedüngt, indem die ursprüngliche Vegetation verbrannt wurde, was als Brandrodung bezeichnet wird und nicht sehr effektiv ist. Und jetzt das Wichtigste. Im 12. bis 13. Jahrhundert vollzog sich ein erstaunlicher Wandel. Eine buchstäbliche landwirtschaftliche Revolution. Man nennt es die Dreifelderwirtschaft. Was, was? Eine Wirtschaft? Mit drei Feldern? Was soll das denn sein? Die Bauern begannen, ihr gesamtes Land in drei Teile aufzuteilen. Winter, Frühjahr und Brache. Auf dem ersten Drittel säten sie im Herbst kurz nach der Ernte ihr Getreide aus. Im zweiten Drittel im zeitigen Frühjahr und den dritten Teil ließen sie ruhen und nutzten ihn als Viehweide. In den Folgejahren rotierten die Drittel immer wieder. Trotz aller Sorgfalt war das Ackerland im Mittelalter wenig ertragreich. Daher musste vor allem der Getreideernte große Aufmerksamkeit geschenkt werden. Lange Zeit wurden Sicheln verwendet. Ab dem 12. Jahrhundert wurden sie langsam durch spezielle Sensen ersetzt. Zum Dreschen des Getreides benutzten die Bauern Dreschflegel. In einigen Gegenden wurde das Getreide gedroschen, indem man das Vieh über das geschnittene Getreide auf der Tenne laufen ließ. Harte und unerwünschte Spreu wurde vom Korn getrennt, indem man sie gegen den Wind warf oder durch ein Sieb siebte. Es gab viel Arbeit, aber trotzdem waren die Lebensmittel knapp und recht dürftig. Pro ausgesätem Korn konnten 2 bis 3 Körner geerntet werden. Heute werden pro ausgesätem Korn 60 bis 80 Körner geerntet. Das glaube ich nicht. Ich habe berechnet, dass heute aus einem Korn 45 neue wachsen werden. Natürlich reichte das Getreide allein nicht aus. Das Wichtigste war es, es zu Mehl zu mahlen. Im Frühmittelalter wurde es auf einer Steinmühle gemahlen. Es waren 2 bearbeitete Steine, die übereinander lagen. Die Laufflächen weisen scharfkantige Rillen auf, die regelmäßig nachgeschärft wurden. Das Drehen sorgte dafür, dass das Korn zu grobem Mehl gemahlen wurde. Aber auch das Mehl aus dem Mühlstein war voller Steinabrieb und Verunreinigungen und musste mehrmals gemahlen und gesiebt werden, um es backfähig zu machen. Erst später wurde das Mahlen durch Wasser und Windmühlen erleichtert und verbessert. Klack, 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 klack. Im Mittelalter waren Haustiere in einem Dorf nicht wegzudenken. Am häufigsten waren Schafe vertreten. Es war nicht schwer, sie zu halten, und von allen Haustieren war es das vielseitigste. Neben Fleisch wurde seine Milch zur Herstellung von Käse verwendet und aus seiner Wolle wurden warme Stoffe hergestellt. Wohl jeder Hof besaß eine Schafherde und profitierte gleichzeitig von der Beweidung und Düngung der Brachflächen. Aus denselben Gründen wurden auch die noch robusteren Ziegen gehalten. Na endlich! Fleisch! Und welche Tiere noch? Auch Schweine waren wegen des guten Fleisches beliebt, allerdings nur auf dem wohlhabenden Hof verbreitet. Im 12. Jahrhundert konnte man in den Höfen der Dorfhäuser Hühner und Gänse finden, während Enten seltener gehalten wurden. Die Haltung von Geflügel und anderen Kleintieren war für die Bauern wirtschaftlich gleichermaßen wichtig. Eier sind wichtiger Eiweißlieferant, Geflügel war Fastenspeise und es versorgte sich zu einem gewissen Prozentsatz selbst. Man könnte meinen, dass die Jagd und der Fischfang auch für den Lebensunterhalt genutzt wurden. Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die Rechte daran ziemlich schnell durch das Privileg des Adels übernommen wurden, für den die Jagd auf Wild und Fisch nicht nur eine Quelle für hochwertiges Fleisch, sondern auch ein begehrter und prestigeträchtiger Zeitvertreib wurde. Fischfang war auch für einfache Menschen eine relativ einfache und kostensparende Einnahmequelle. Fische kamen erst später ins adlige Jagdrecht. Wild kam daher nur selten auf den Tisch des einfachen Volkes. Das Vieh war eindeutig das Wichtigste im Dorf. Es versorgte die Menschen mit Milch, Kraft im Joch und nach der Schlachtung mit Fleisch und Leder. Vielleicht überrascht es euch, dass die Kühe im Vergleich zu heute viel kleiner waren.
Vor 700 Jahren waren sie bis zum Rücken etwas mehr als einen Meter hoch und wogen um die 200 Kilogramm. Was? Aber warum eigentlich nicht? Kleine Zwergkühe. Obwohl Rinder sowohl Fleisch als auch andere Produkte liefern konnten, wurden sie hauptsächlich als Zugtiere gehalten. Lange Zeit setzte sich das Kuh- und Ochsengespann eindeutig gegenüber dem schnelleren, aber viel anspruchsvolleren Pferdegespann durch. Das Pferd war ein Reittier und ein prestigeträchtiges Zeichen der Wohlhabenden und Reichen. Außerdem war ihre Zucht gefährlich, denn in Kriegen waren Pferde das meistgeplünderte Gut. Bis zum 14. Jahrhundert wurde das Pferd allmählich zu einem Zugtier für landwirtschaftliche Arbeiten. Ein hartnäckiges Problem in der Viehwirtschaft war die Fütterung der Tiere im Winter. Die geringe Menge Heu, die bei der Heuernte anfiel, reichte nicht aus, sodass die Rinder mit allem Möglichen gefüttert wurden. Zum Beispiel mit Blättern von gehackten jungen Zweigen. Die Arbeit eines mittelalterlichen Bauern war hart und schwer. Das Leben auf dem Dorf bedeutete einen vollen Arbeitstag. Nur im eisigen Winter konnte man sich vielleicht ein paar Wochen lang ein wenig ausruhen. Aber selbst in den kurzen Wintertagen gab es einen vollen Arbeitstag. Es gab Vieh zu versorgen, kaputte Werkzeuge zu reparieren, neue Holzgeräte zu schnitzen, Stoffe zu weben und Kleider zu nähen, die auf dem Markt zu teuer waren, oder Holz aus dem Wald zu holen, um heizen zu können oder sogar Möbel herzustellen. Der Bauer, seine Frau und seine Familie mussten viele der handwerklichen Arbeiten selbst ausführen. Seit dem Mittelalter stellten die Bauer eine Vielzahl von kleinen Gegenständen her. Schaufelstiele, Besen, Schindeln, Holzschuhe und Ähnliches. Diese ländliche Hausarbeit war teilweise auch marktorientiert. Statt Handwerk war es Hauswerk für den Eigenbedarf. Überproduktion für den Verkauf haben wir im ländlichen Raum erst ab dem hohen Mittelalter. Im Dorf gab es nicht viele spezialisierte Handwerker. Der wichtigste von allen war der Schmied. Eine Schmiede? Das kenne ich. Dort ist es schön warm. Der Schmied war der am meisten respektierte Handwerker. Ohne Eisenwerkzeuge wäre das dörfliche Leben und die Landwirtschaft nicht möglich gewesen. Der Schmied wurde von Feuer, Esse und Amboss begleitet und seine Haupttätigkeit war die Herstellung und Reparatur von allem, was aus Metall war. Er bog oder sägte das weiche Eisen im kalten Zustand, während andere Arbeiten im heißen Ofen erledigt wurden. Er zog das Eisen aus und gab ihm durch das Schmieden seine spätere Form, schweißte und schmiedete verschiedene Teile mit Feuer, stanzte Löcher in Werkzeuge und fügte deren Teile durch Nieten zusammen. Niemand konnte ohne seine Produkte auskommen. Äxte, Hämmer, Sicheln, Sensen, Pflugscharen, Viehgeschirr und Wagenräder. Darüber hinaus war die Schmiede eines der Zentren des gesellschaftlichen Lebens, in dem viele Menschen zusammenkamen. Der Schmied zog auch oft Zähne. Was? Ich putze meine Zähne jeden Tag. Ich meine, fast jeden Tag. Und auf was kann man sonst noch nicht verzichten? Und würde es auch im Mittelalter nicht tun? Natürlich Kleidung. Textilien wurden meistens von Frauen hergestellt. Die wichtigsten Textilrohstoffe waren damals Leinen, Hanf und Wolle. Der Flachs wurde von Hand gepflückt, da durch das Abschneiden die Fasern zerstört würden, und auf den Feldern eingeweicht. Anschließend wurde er zu Bündeln geschnürt, im Brechelbad getrocknet und gebrochen und auf dem sogenannten Hechel gekämmt. Das Handspinnen von Flachsgarn und das Weben von Leinen war eine tägliche Hausarbeit. Hanf wurde auf ähnliche Weise wie Flachs verarbeitet. Aber da Hanf ein gröberes Material ist, wurde er eher für Arbeitskleidung und vor allem zur Herstellung von Seilen verwendet. Nee, niemals! Dann noch lieber meinen schönen Mantel aus Brennnesseln. Wollkleidung war verbreiteter, da die Herstellung der Fäden und Stoffe tatsächlich einfacher ist, weniger Expertise benötigt, das Produkt pflegeleichter und für das Hauswerk allgemein besser geeignet ist.
Anspruchsvoller war die Tuchmacherei. Die Herstellung von hochwertigen Stoffen zu Hause war anspruchsvoll, sodass diese Wolle von spezialisierten Wollwebern verarbeitet wurde. Die Rohwolle der geschorenen Schafe wurde zunächst aufgelockert, dann mit Krempelbürsten kadiert, gekämmt und gesponnen. Die Töpferei war ein sehr wichtiges und weit verbreitetes Handwerk. Die Herstellung von Töpfen, Schalen und anderen Keramikgefäßen war jedoch hauptsächlich an bestimmte Gebiete mit besonders geeignetem Ton gebunden. In den meisten Dörfern musste man sich mit Holzgeschirr begnügen und manchmal einen Metalltopf zum Kochen verwenden, wenn man es sich leisten konnte. Was gibt es Interessantes zum Schluss zu sagen? Vielleicht noch ein paar Worte zu einem Handwerk, ohne dass man sich einen mittelalterlichen Dorfhaushalt kaum vorstellen kann. Das ist es! Kleine Fässer! Da könnte ich drin wohnen! Böttcherwaren sind bei uns seit mehr als 1000 Jahren bekannt. Die Böttcher stellten gewöhnliche Holzgefäße her. Bottiche, Kufen, Tränke, Tröge und Becher, Kannen und Schalen. Bei den Fassbindern hättet ihr damals etwas andere Produkte gefunden. Sie fertigten Fässer verschiedener Größen, vor allem für Bier und Wein, Bottiche und Butterfässer aus Weichholz oder Eichenholz. Die Fässer wurden in früheren Zeiten mit Weidenringen gebunden, später mit Eisenreifen beschlagen. So nicht! Ich möchte definitiv nicht in einem Fass wohnen! Und was kommt als nächstes? Was? Schon wieder vorbei? Ihr werdet erfahren, wie man in einem mittelalterlichen Dorf gelebt hat. Wann musste man morgens aufstehen? Wie zog man sich an? Wie war es mit der Beleuchtung? Und hätten wir dann überhaupt Freizeit? Das ist das Thema des nächsten Films. Das könnte sehr interessant werden. Ich freue mich schon auf euch.